Dieses Spiel war damals echt gefühlt überall. Es erschien sehr früh im Lebenszyklus des Super Nintendos und sollte die Power des Mode 7 Effektes zeigen. Überall sah man Werbung zu dem Spiel, man konnte ihm eigentlich gar nicht entkommen. Trotzdem hatte ich das Spiel damals nicht und kannte auch keinen, der es hatte. Höchste Zeit also, dass ich es mir mal genauer anschaue. Wie schlägt es sich heute? Was taugt F-Zero für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Nintendo selbst entwickelt und natürlich auch veröffentlicht. Bei uns erschien es im Vergleich zu den anderen Regionen relativ spät 1992. In Japan erschien es schon 1990 und in den USA 1991. Für ein Rennspiel hat es ungewöhnlich sogar eine Art Hintergrundgeschichte. Die bleibt aber natürlich eher blass im Hintergrund. Grob zusammengefasst, es ist die Zukunft und es werden Rennen mit schwimmenden Autos ausgefochten. Ich weiß, große Überraschung, F-Zero ist ein Rennspiel. Ich weiß, damit habe ich jetzt so einige unter euch geschockt. Fangen wir also mit den Basics an. Als Spielmodi habt ihr erstmal die Auswahl aus einem Übungsmodus und dem Grand Prix Modus. Der Übungsmodus bietet genau das, was ihr von ihm erwartet. Ihr könnt in Ruhe die Strecken abfahren und euer einziger Gegner ist die Zeit oder ihr könnt auch einen optionalen Computergegner dabei führen. Aber der eigentliche Kern des Spiels ist natürlich eine der drei unterschiedlichen Ligen. Hier könnt ihr jeweils aus vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden auswählen, wobei die letzte erst freigeschaltet werden muss. Unabhängig von dieser Einstellung werden die Ligen natürlich immer schwieriger, da die Strecken immer komplexer werden. Abgesehen von den üblichen Hindernissen haben die Kurse teilweise auch unterschiedliche Untergründe oder sogar Seitenwind. Auf Mudge zum Beispiel etwas langsamer fahren, eigentlich seltsam, weil die Autos fliegen ja. Euch erwarten insgesamt 15 verschiedene Rennkurse, die sich natürlich auch optisch unterscheiden. Leider gibt es keinen Multiplayer-Modus. Sprich, ihr könnt nur alleine die Rennen absolvieren. Hier wäre ein Battle-Modus oder ähnliches echt wünschenswert gewesen. Die Fahrer sind natürlich die Stars des Spiels und können auch in späteren Spielen immer wieder vor. Jeder von ihnen hat sein ganz eigenes Design und das entsprechende Gefährt hat natürlich auch seine ganz eigenen Vor- und Nachteile. Die unterschiedlichen Fahrercharaktere machen sich teilweise auch in den Rennen bemerkbar. Gerade fair wird hier teilweise echt nicht gefahren. Euch stehen hier zwar keine Waffen wie zum Beispiel in Mario Kart zur Verfügung, aber es wird auch gerne mal gedrängelt und geschubst. Aber nur weil es keine Waffen im Spiel gibt, heißt es nicht, dass euer Gefährt unverwundbar ist. Ihr müsst immer eure Poweranzeige oben rechts im Auge behalten. Fahrt ihr in die Bande, leert diese sich. Nach einiger Zeit fahrt ihr dann langsamer und ist der Balken komplett leer, ist euer Auto zerstört. Ihr könnt ihn jedoch glücklicherweise in jeder Runde an einer bestimmten Stelle zumindest zum Teil wieder auffüllen. Allgemein ist der Schwierigkeitsgrad nicht gerade einfach. Ihr müsst euch schon etwas reinfuchsen, um die ersten Erfolge erzielen zu können. Aber das ist im Prinzip ja auch logisch. Immerhin heizt sie mit bis zu 500 km/h über die Strecken. Da ist es doch klar, dass sie das Ganze nicht einfach steuern lässt teilweise. Wie schon erwähnt, nutzt das Spiel intensiv den Mode 7 Effekt, um ihr Gegner schnell und flüssig skalieren zu können. Dadurch kommt ein prima Geschwindigkeitsgefühl herüber und es macht einfach Spaß, mit den Flitzern über die Strecken zu heizen. Die Grafik hat sich echt gut gehalten. Der Sound unterstützt das Renngeschehen perfekt. Die Musik ist zeitlos und heute immer noch gut anzuhören. Die Effekte sind genau das, was man von ihnen erwartet. Was taugt F-Zero für Super Nintendo also heute noch? Das Spiel ist im Vergleich zu anderen Titeln der Zeit echt gut gealtert, vor allem im Vergleich zu späteren Titeln wie Stunt Race FX. Das Spielprinzip ist einfach zeitlos und macht heute immer noch so viel Spaß wie damals. Für mich ein absoluter Pflichttitel für jede Super Nintendo Sammlung und bereitet heute immer noch viel, viel Spaß. Das war der Test zu F-Zero für Super Nintendo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Kommentar, Daumen oder sogar ein Abo freuen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.